Liebe Fights-Fans, unser nächstes Matchup auf 70 Kilogramm, 3x2 Minuten. Berkan Ören aus dem Team Typhoon trifft auf Ben Reza Shabani aus dem Fight Time aus Darmstadt. Shabani hier aus der roten Ecke, Ören demnach in der blauen. Let's go. Guter Inside Leg Kick hier. Shabani, kurzer Slip, kein Knockdown. Scheint rutschig gewesen zu sein. Laut seiner Gestik. Guter Headkick hier. Partially blocked. Wieder einer. Guter Lowkick von Ören. Guter Switchkick. Shabani gibt hier ordentlich Pressure. Der Headkick. Gutes Step in Knee hier von Ören. Nur leicht verfehlt. Shabani setzt hier sehr viel auf Leg-Kicks, sei es Middle, Inside oder Headkick. Gute Knie hier. Schöner Jab. Das war ein kurzer Slip. 20 Sekunden noch to go. Da beschwert sich Ören, dass der sehr tief ging. Kriegt noch eine kurze Pause. Weiter. Ende der ersten Runde. Gute erste Runde. Es hat leicht gewirkt, als ob Ören nicht immer in seinen Flow kam. Und Shabani hat einfach ununterbrochen Pressure gegeben in seiner Aktion. Ob die geblockt wurden oder nicht. Auch nochmal eine Sache. Ein großer Teil wurde nämlich von Berkan Ören geblockt. Dennoch war Shabani in der ersten Runde etwas aktiver. Was auf dem Punktezettel durchaus wichtig ist. 1 second out for round two. Weiter geht's, round number two. Da dippt Shabani echt ordentlich nach vorne, muss ein bisschen aufpassen. Oh, schöner Headkick hier. Während Shabani seine Crosses wirft, beziehungsweise all seine geraden Hände, geht er mit dem Oberkörper ziemlich weit nach vorne. Könnte gefährlich werden, wenn Ören das schafft zu kontern. Natürlich leichter gesagt von meiner Perspektive aus, aber hier schon wieder. Gutes Knie zum Körper hier. Ah, da gibt es wieder den Vorwurf, dass das Ganze unter die Gürtellinie ging. Könnte ich jetzt so genau nicht sehen. Muss mal sehen. Jetzt aber eine Verwarnung vom Ref. Weiter geht's. Ist immer schade, das nimmt das ganze Momentum raus. Naja, was auch immer passiert, ne?
Gute Cross hier von Shabani. Guter Kick zum Körper danach. Da wieder. Der Kopf geht ziemlich weit nach unten, nach vorne. Das kann gefährlich werden, wenn man das Ganze gut kontert. Beziehungsweise da besteht die Lücke. Oh, gut Cross wieder hier von Shabani. Die ging durch. Unter einer Minute noch to go. Da wieder. Haben Sie gesehen? Kopf vorne. Letzten Sekunden in dieser Runde. The end of the second round. Eine haben wir noch. Eine haben wir noch. Letzte Runde läuft. Gut. Erden findet anscheinend seinen Flow hier langsam. Aber Shabani lässt natürlich nicht locker. Dann einfach ein höheres Volumen hier von Erden sehen. Ich denke, dass das Ganze funktioniert. Jedes Mal, wenn der gute Mann was rauswirft, findet sein Target. Da, schöner Inside-Leg-Kick, gerne nachsetzen danach. Du hast den Körper hier. Sekunden. Okay, gut geblockt. Beiden müssen jetzt wirklich alles einmal rausholen. Letzten Sekunden. That's it. Ende des Kampfes. Ende des Kampfes zwischen Shabani und Erden. Shabani wirft die Hände hoch, ist sich sicher, er hat genug getan, um diesen Sieg wieder mitzunehmen. In Richtung Darmstadt. One fighters to the center of the ring, please. First of all, your applause for Bergam Yuren and Ben Reza Shabani. Okay, fighters to the center of the ring, please. Kommen zur offiziellen Urteilsverkündung. Bin ziemlich gespannt. Okay. The winner of this fight, ladies and gentlemen, the man in the red corner, Ben Reza Shabani. Ben Reza Shabani nimmt den Sieg hier
mit ins Fight Time. Herzlichen Glückwunsch. Well, the next fight is a ladies' fight in the B-Class. 3 rounds of 3 minutes. In the blue corner from Team Van Hove, Lindsay Copan.